Ihr macht das schon. Ja. Wir machen das. Du machst es aber auch. Machst du noch was raus? Ja. Dann fahren wir hier hinten raus und dann einmal den ganzen Weg wieder zurück. Ich kann mich irren, aber jetzt nach der Antifouling-Behandlung und Unterboden habe ich das Gefühl, er steuert sich schneller, weißt du? Also durch den glatteren Pump habe ich das Gefühl, er nimmt die Bewegung. So, der Mast geht jetzt an den Kragen heute. Der wird einmal gelegt. Aber erstmal müssen wir zum Kran fahren. Ja, nicht wundern, warum hier noch so viel rumliegt, aber das wird sich gerade nicht lohnen, das alles wegzuholen, weil wir das gleich alles noch schnell brauchen. Wir fahren nämlich nicht so weit. Der Kran ist gleich da hinten. Windig, Leute, für die erste Ausfahrt. Ja. Kleine Hafenrundfahrt. Da hinten ist unser Kran. Ja, wir haben es zum Kran geschafft. Mega gut, sind gut aus dem Liegeplatz raus, habe ich glaube ich ganz passabel gemeistert. Und jetzt, habe ich ja schon gesagt, müssen wir einmal den Mast ein bisschen runterholen, ein bisschen was austauschen. Ja, es ist ein bisschen windig, aber wir sind hier ein wenig windgeschützt hinter dieser Ausstellungshalle. Von daher denke ich mal, dass das alles klappt. Ja, mal gucken. Hm, ich halte ihn. Also das schiebt jetzt ein bisschen nach vorne. Mhm. Ja, komm. Ja. Sieht der denn auch ganz gut aus, oder? Kann man sauber machen, aber ansonsten. Die müssen wir dann aufpassen und rausziehen, dass wir nicht verlieren. Ja. Muss man aber mit der Drahtbürste den Damm mal rauf. Hochzukriegen oder ehrlich gesagt das so anzubringen, dass wir den Mast dann vernünftig hier rüberheben können. Spannend auf jeden Fall, sage ich euch. Da ist das Ding. Geiler Scheiß. Kann ja vielleicht auch mal messen, wie groß der ist. Das ist auch wichtig zu wissen, ne? Weil man mal irgendwie irgendwo drunter durch will. Ich glaube 12 Meter wird uns gesagt, aber messen kann man trotzdem mal. Schauen wir mal, ob wir noch mehr böse Überraschungen finden. Deswegen, und da geht es natürlich nicht durch. Nein, da kannst du nicht durchgehen. Oh, das ist ja winzig. Nee, und da bauen wir jetzt ein richtiges Führungsauge ran. Sag mal.
Oh. So, und das ist dafür da, dass halt das Fall so in dem Winkel halt zum Vorschlag. Ja. Weil hier beides sonst, wenn es hier oben halt jetzt rauskommt und hier oben parallel läuft, würde es sich halt mit einbringen. Ja. Normalerweise sind die Dinge halt größer, dann bauen wir jetzt ein richtiges ran, sodass das Tauwerk passt. Was hat er da denn gemacht? Das haben wir ja jetzt gemacht. So. Weil das ist ja das alte. Guck mal, wie kaputt er schon ist. Also das müssen wir austauschen. Ich habe mich auch schon einmal dran geschnitten. Ja, hier wird alles ausgetauscht. Was komisch aussieht, ja. Brauchst du hier noch sowas, Papa? Wenn man keine Lampe oben drauf hat, kann die auch nicht gehen. Gut. Also ich hab wenig Elektronikkenntnisse, aber ich weiß, dass das nicht funktioniert. Nee, das kann nicht gehen. Ja. Also, und das? Das ist er auch. Haben wir den gerade verbogen oder war das schon? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das kann ja auch nicht gehen. Der muss. Wofür ist die hier dann eigentlich? Das ist Funk, ne? Das ist Funk. Fernsehen war, glaube ich, hinten dran. So. Das haben wir auf dem ganzen Boot bisher gehabt. Ist das geil, dass er das hier auch wieder gemacht hat, ey. Ja, konsequent halt, ne? Ja, wirklich. Also das ist wirklich was, wo man sich drauf verlassen kann, dass man hier beides an Bord hat. Innen haben wir schon alles getauscht auf Kreuz. Hase, einmal Kreuz, einmal Schlitz. Ach ja, willkommen in meiner Welt. Das ist überall so. Ja, guck mal, was ist denn da? Wobei, wenn du die rausdrehst, sind sie ja gekontert. Muss ja irgendwie aber einen Grund gehabt haben, warum man da Draht reingemacht hat. Weil er es nicht wusste. Soll das hier auch noch ab? Ja, so sah das vorher aus. Schön mit Draht. Für Achtung an Erweckung. Der wird jetzt angeniedelt. Und dann passt da auch das ordentliche Tauwerk durch. Perfekt. Dann gucken wir uns halt hier noch die Drähte an. Das ist auch alles. Nimmt leider auch nicht. Das ist ja das Wichtigste, oder? Ja. Setzen. Mhm. Passt alles? Nö, nehmen wir es jetzt wieder raus. Wollen nur gucken, ob alles passt. Gutes Augenmaß. Nee, aber alles ordentlich. Ordentlich abgemessen. Jahrelange Betriebserfahrung. Ja, vorher war es gutes Augenmaß. Ja, weil wir jetzt hier verschiedene Materialien mit Metalle miteinander verbinden. Eine sogenannte Trennpaste dazwischen. Mhm. Gibt es auch einen kleinen, sollte man immer mal an Bord haben. Wenn man entweder Edelstahl an Aluminium anschraubt oder ja, halt überall, wo halt verschiedene Metalle miteinander verarbeitet werden. Und hier haben wir einen Aluminiummast. Dazu haben wir dann das Edelstahl, Führungsauge und sogenannte Monellnieten. Die Monellnieten oxidieren von Haus aus nicht mit Aluminium. Aber der Edelstahlbeschlag würde jetzt halt unter den Aluminium mit der Zeit oxidieren. Ich weiß nicht. Das wird noch ein bisschen dauern.
fahren, bis es dann dort komplett weg wäre, aber man muss es ja auch nicht dazu kommen. Und wie sieht's aus? Gut, ja. Ernst, aber nicht hoffnungslos. Hast Bier mitgebracht? Hab ich auf dem Boot. Hat einer mitgezählt? Versuch Nummer 3, glaube ich. Ne? Versuch Nummer 3, ja. Ja. Ja, der Mast ist auf jeden Fall wieder ein Thema fürs Winterlager. Also ihr seht, ich habe jetzt hier mal neue Glühbirnen drin, kein LED, also im Winter muss sowieso LED. Und ihr seht auch, wie runtergerockt die Teile sind. Also werden wir den ganzen Sockel austauschen. Man hat ja nichts zu tun, ne? Und ja, hier oben ist irgendwie ein bisschen mehr. Da werden wir mal gucken, also die Antenne ist auch schon gebrochen und gefühlt geklebt oder so, was weiß ich. Das Toplicht ist mal verloren gegangen, leider hat er jetzt hier in Neustadt niemand eins. Ja, von daher ist erstmal Nachtsegeln tabu, für uns ja sowieso. Und im Winter kommt hier noch ein bisschen was. Spannend, was uns da jetzt gleich erwartet. Er geht jetzt rein, ne? Jo. Warte mal. Wenn man denkt, man hat alles gesehen, kommt wieder einer hoch. Dann kommen wir. Aber hier habt ihr schönes Festmachermaterial. Hier wurde es als Genaufall benutzt. Drahtvorläufe. Da ist er drauf. Ah. Jo. Schön. Aber wie viel ist denn da noch? Das liegt ja noch bis hier. Ja, das liegt ja hier. Ich wollte gerade sagen, es liegt ja noch bis hier hoch. Nächster Herzinfarkt. Ja, alles gut, das liegt ja bis hier hoch. Läuft doch endlich. Nach hinten, nach vorne. Komm, warte, ich nehme ab, warte. Mal Schrauben drauf, wir müssen uns jetzt nicht nur wehtun hier auf den letzten Metern. So, falls ihr euch gefragt habt, woran das alles gehabert hat, ja, das war die Verbindung, die war im Mast und die ging natürlich nicht durch. Schön, ne? Warum stellt man da eine Laterne hin? So, Rückweg. Ging ja fix, ne? Auch einmal. Ich war heute nur ein bisschen hinter der Kamera dabei und schon mich noch ein bisschen. Ich bin nämlich immer noch ganz schön am Husten und heiser. Aber das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Zum ersten Mal den Mast legen. Es war super aufregend. Hat richtig gut geklappt mit Dan. Also hat es richtig gut gezeigt und erklärt. Gab natürlich wieder ein paar Problemchen. Aber wäre ja langweilig ohne, ne? Ja, das war's für heute. Wir haben das alles geschafft, mega gut. Ein richtig, richtig fettes Dankeschön an Dan. Ja, unser Rigger, wir machen alles jetzt mit ihm. Mega cool, wir sind super happy. Ja, konnten alles reparieren, konnten das Fogfall tauschen. Genua-Fall tauschen. Das war ja eigentlich das Problem. Haben gesehen, okay, wir müssen im Winterlager ein bisschen was machen, aber hey, das kommt dann. Wir sind jetzt fast fertig, die Segel kommen noch und dann geht's aus Wasser. Ja, ich bin heute rein und raus gefahren, und eigentlich, also ich bin die ganze Zeit gefahren, also war die ganze Zeit am Steuer, ne? Auch schon wieder ein Erfolg, mega gut, das Boot lässt sich echt gut bewegen, es springt gut drauf an. Ja, wir fahren jetzt nach Hause, Wetter ist nicht so schön. Vielen Dank fürs Zuschauen, gerne mal wieder abonnieren, wir haben mal wieder raufgeguckt, der eine oder andere hat ja noch nicht.
Und ansonsten sehen wir uns am nächsten Wochenende. Haut rein, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.